Und damit begrüße ich euch zu War Thunder, ein Free-to-Play-Game von Steam, was schon ein bisschen länger da ist. Und jetzt geht es darum, wie hier oben den Flieger im War, und zwar spielen wir unsere Fliege hier. Ich bin jetzt mal bei den Briten, da bin ich schon etwas weiter, und da kann man sich verschiedene Flieger kaufen. Warte, genau, da. Je nachdem, welches Level man ist. Also die kann ich zum Beispiel alle noch freischalten, aber für ein Level. Und ja, ich denke, um es euch mal zu demonstrieren, steigen wir gleich in eine Schlacht ein. Ah, wir haben nur 10 Sekunden Wartezeit. Vielleicht. Schauen wir mal, wie es losgeht. Spielbeitritt, ah, waren ja fast 10. Also, unsere Mission. Destroy enemy ground targets in the airfield. Each jet has an airfield at its disposal to appear. Okay. Also, wir müssen die roten Pünktchen, also die Panzer, weil wir... Ich war noch nie rot, ist mir schon mal aufgefallen. Ich bin bis jetzt immer blau gewesen. Die roten Pätzerchen zerstören. Und ich glaube, ich fliege erstmal mit meinem Lieblingsflugzeug. Und man kann, wenn das Flugzeug kaputt ist, die hier hinstellen, da auf den Flugplatz, den man jetzt hinter uns sieht. Warte. Sekunde. Einmal wenden. Da unten kann man landen, dann kann man auftanken, Raketen nachladen und so weiter. Allerdings können die Flugzeuge noch keine Raketen tragen, weil sie halt noch nicht so dafür sind, beziehungsweise weil mein Level einfach zu niedrig ist. Ja, um euch die Steuerung zu erklären, einfach mit der Maus hier. Und halt so nach oben unten. Ich kann allerdings auch mit den Pfeiltasten bzw. mit WASD mich drehen. Oder mit Q und E so die Seitenruder. Was sehr lustig ist beim Kämpfen, so. Da oben links in der Ecke, kann ich das leider mit der Maus nicht hinzeigen, steht Gas. Das steht 110, weil ich im Moment den Nachbrenner anhabe, wenn ich auf W bleibe. Damit ist natürlich die Geschwindigkeit höher. Und hier sind auch schon die ersten Gegner. In 4 Kilometer Entfernung. Ist natürlich im Moment gar nichts, aber... Und da haben wir noch einen Kollegen bei uns. Und auch die Geschwindigkeit, also ich fliege gerade fast 500 Stundenkilometer. Das ist gar nichts, nein. Also es ist natürlich kritisch, mit dieser Geschwindigkeit zu fliegen. Ah, nicht getroffen. Egal. Wir folgen dem jetzt da. Also es wird natürlich auch wieder langsamer, wenn er hochzieht. Und am besten ist natürlich immer hinter anderen zu fliegen. Und man muss immer dieses rote Fältchen da treffen, am besten. Dann half mir eine höhere Chance zu treffen, so wie ich gerade. Ich habe jetzt getroffen. Die Frage ist natürlich immer, was man trifft. Das kann natürlich auch ihn zum Absturz bringen, wenn er dann das Brennen anfängt. Aber meistens passiert erstmal gar nichts. Oh, ich muss auf die Flügel aufpassen, da an der Seite. Hier ist ein Fischer, bitte. Komm schon! Yeah. Kritischer Treffer. Ja, schauen wir mal, was er jetzt macht. Stürzt jetzt ab. Einfach so. Oder? Macht er jetzt. Oh, er schießt seine Raketen los. Das ist natürlich ganz böse. Haha, haben wir ihn gekillt. Haben meinen Kollegen gerettet. Oh. Der hat eine... Wow. Ich glaube, der hatte Raketen. Also wir schießen jetzt die Oh, nein. Das passiert, wenn man ein niedrigrangiger Spieler ist. Und zwar muss ich jetzt 11 Sekunden noch warten, bis meine MG wieder funktioniert, weil die ja im Moment klemmt. Genau, und dann lädt er nach. Hört man auch. Habe ich wieder 2800 Schuss. Oh, ich treffe ja gar nicht. Upala. Also manchmal ist es natürlich doof, vor allen Dingen, wenn das stark gepanzerte Wagen sind, dann kommt man damit normaler Munition nicht durch. Also das ist natürlich ganz schlecht für die Neuanfänger, weil die noch nicht andere Munition haben. Jetzt versuchen wir uns doch mal den Flieger da hinten zu schnappen, oder? Oh. Oh. Ich wurde abgeschossen. Klar, der ist auch tot. Mann. Hat er voll in mich reingeflogen. Das ist so, was ich manchmal hasse. Also. Und hier unten steht übrigens auch Reserve. Und zwar, weil es kein gekauftes ist. Das ist eins, das man von Anfang an hat. Das kann man halt nicht mal aufwerten oder sowas. Das hat schon alles. Ja, komm, lade schneller. Das finde ich allerdings ganz lustig, weil da kann man halt dann so schön schnell drehen. Aber es hat leider ein richtig langsames Geschoss, also. Ich weiß nicht. Und im Moment, ach, steht genau ausgeglichen 26 zu 26. Noch fahrende Truppen, also darum geht's. Oh, man gewinnt, wenn man alle fahrenden Truppen zerstört hat.
oder wenn der Gegner keine Flugzeuge mehr hat. Wenn aber jede 5 Flugzeuge hat, könnte das ein bisschen dauern. Ja. Da steht auch übrigens an der Höhenanzeige, ne? Also 1200, 2000 mittlerweile. Und natürlich, wenn man höher fliegt, wird man langsamer, ist klar, wenn man runterfliegt, wird man schneller. Und da gibt es auch eine G-Grenze. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt testen kann. Vielleicht könnte ich die testen, wenn ich da mal richtig stark runterziehe. Nachbrenner reinhauen. Tempo verringern. Überlast, genau. Und wenn er das lange macht, wird der Pilot ohnmächtig. Und das kann man natürlich dem Piloten dann auch antrainieren, dass er das länger aushält. Aber kostet alles Geld. Und das muss erstmal nicht sein. Erstmal neue, bessere Flugzeuge. Und ich glaube, die Reichweite sind rund 700, 800 Meter. Man kann auch mit Rechtsklick da ranzoomen. Leichtes MG-Nest. Die Dinger hasse ich, weil die so ein Gebäude sind. Da trifft man nie. Also ich habe bis jetzt noch kein leichtes MG-Nest zerstört. Bäume? Also mich zerstören auch die Bäume, ne? Es ist nur so. Was haben wir da hinten? Wieder so ein Artilleriedienst. Oh, da rechts fährt noch ein Wagen rum. Ein Wägelchen. Könnte man mal ranzoomen und dann drauf schießen. Panzerwagen. Treffer, Treffer, Treffer. Bodeneinheit zerstört. Das gibt natürlich dann mehr XP. Und je mehr XP man hat, desto mehr Sachen kann man sich dann für das jeweilige Flugzeug kaufen. So, die Runden haben nur noch 19. Vielleicht nur noch 18. Wenn ich treffe. Nein, ich habe es nicht zerstört. Ich habe nur getroffen. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn man dann runterfliegt, dass man auch, also ich würde sagen, dass man nicht auf dem Boden aufditscht. Das ist dann immer ganz böse. Bodeneinheit zerstört. Jetzt hat er noch 17 hier weg. Hahaha. Ich mache alle platt mit meinem Reserveflugzeug. Aber die schießen natürlich auch auf dich. Also die können mich auch zum Absturz bringen. Nein! Ich habe kein. Lol, ich habe kein Tragwerk. Ich habe keine Reifen mehr. Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat, aber es hat mir gerade genau die Reifen abgefleckt. Ich warte, wenn ich mal drehe, guck, da sind die Reifen weg. Ha, das ist mir auch noch nicht passiert. Das schaut auch nicht schlecht aus. Oh, oh. Also es gibt auch sowas wie Treibstoff-Lecks und das schießt jemand auf mich, weil so schaut die Munition von denen, glaube ich, nicht aus. Und oben auf der Minimap sieht man hinter mir auch was. Oder doch? Nee, das waren die. Die Bobs. Nee, da oben war er. Ja, den habe ich nicht gesehen. Pilot gefallen. Von dem, von so einem Jäger. Ich habe auch noch einen Jäger. Das ist übrigens die nächste Stufe von der. Also hier zu dem. Und man sieht hier in der Mitte bei den 4720. Das ist die Erfahrung. Und je höher die ist, desto besser kann man damit umgehen. So, in Hoffnung, dass wir die jetzt bald mal platt machen. Weil viele von denen haben sie noch mal. Wenn das muss ich nämlich mit dem Bomber los. Und das hat jetzt halt mehr Feuerkraft. Und besser und Geschwindigkeit ist höher. Und es hat einen richtigen Nachbrenner. WEP steht da oben. Für irgendwas auf Englisch, was Nachbrenner heißt. Also damit habe ich eine bessere Trefferchance oder Quote. Weil das will ich eigentlich jetzt nicht mehr verlieren, weil da muss ich mit dem Bomber fliegen. Und das könnte ich euch natürlich schon zeigen. Aber ich weiß nicht, ob Bomber... Da fliegt man halt auf einer Höhe von rund 4 bis 5 Kilometern. Und versucht dann die Bomben abzuwerfen. Und da reagiert er schon eher drauf, der Pilot. Also das halt, was passiert, wenn man lenkt. Genau. Also es sind dann schon mal bis zu 12G, also das ist dann schon heftig. Das hält er natürlich auch kurzzeitig aus, weil es halt ein Pilot ist, aber trotzdem. Ich weiß nicht, ob das wirklich so realistisch naturgetreu ist, 12G auszuhalten. Das ist der Kollege, der mich gerade abgeschossen hat. Beaufort, der da oben über uns steht, auch übrigens immer, welches Flugzeug die haben. Und ich glaube, die Beaufort müsste ein Bomber sein. Treffer. Bodeneinheit zerstört. Jawohl, jetzt fliegen wir da mal rauf. Jetzt battlen wir uns direkt. Full hardly. Nachbrenner rein und dann draufziehen. Was? Pilot gefallen. Oh, da schießt er mir durch die Cockpitscheibe. Wir fliegen damit, weil das ist ein Gewehr. Das zweite hat kein Gewehr, das ist ein reiner Bomber. So, wir haben hier, wie man sieht, wenn ich das mal umschalten kann, ich weiß nicht mehr wie, doch hier, genau, das ist der Heckschütze. Also man hat hier so einen Heckschütze. Boom.
Der ist echt cool. Also damit kann man schön, weil die Bomber werden meistens von hinten angegriffen. Hier, das ist die Ansicht fürs Bombenwerfen. Das steht auch jetzt links in der Anzeige. Bomben BMB, 4 Stück. Wenn ich dann Leertaste drücke, dann fliegen die runter. Das ist so eine Innenflugzeug. Die mag ich eigentlich nicht. Ich fliege meistens so und guck dann halt, weil man hat unten jetzt unter mir diesen Streifen, den man sieht, dieses graue Kreis. Das ist das Bombentreff-Dingsbums. Also in dem Bereich treffen die Bomben. Der wird auch kurzzeitig rot, wenn man über einem Flugzeug ist. Das heißt, der trifft. Muss man natürlich genau treffen. Haha. Jetzt versuchen wir mal die vier der drei da hinten noch zu kriegen. Ich glaube, wenn ich mich nach der Mappes nicht irre, könnten die ja hinten sein. Fliegen wir mal hin. Aber der Bomber ist halt schon echt schnell, also der hält viel aus. Das ist geil. Also, und Bomben werden auch nachgeladen. Also die hat man sozusagen so gut wie unendlich. Man muss dann halt immer eine Minute warten. Zack, kommt eine neue. Eine Minute. Also da hat man immer vier, das dauert dann halt immer je nachdem. Da unten ist jetzt was. Ich hab's vielleicht erwischt. Das sieht man auch, dann kriegt man dann natürlich auch die Ansage. Treffer, kritischer Treffer. Oh, die haben nur noch einen, also das war einer, da links. Aber den habe ich natürlich jetzt nicht gekriegt, weil natürlich beim Bomber passiert es, dass die anderen dir den Kill sozusagen wegschnappen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der sitzt. Der Babo. Bin jetzt hier drüber geflogen. Dann versuchen wir mal zu erwischen. Also in dem Kreis ist natürlich dann bitter, da muss man dann versuchen, möglichst mittig zu treffen. So. Bombe. Das Päckchen wurde abgesetzt. Ob es trifft, ist eine andere Frage. Ich habe natürlich auch von Front-MG am Bomber, aber das ist halt nur eine Patrone. Das bringt halt so gut wie gar nichts, wenn du gegen andere kämpfen willst. Ah, wo ist denn der jetzt? Würde mich verarschen? War das denn? Ah, wir haben gewonnen. Da, da, da. Da, 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 da. Das gibt natürlich jetzt XP und so weiter und Geld und bla und bli und blub. Das zeige ich euch noch kurz, das Interface. Da. My place in Team 6. Also sechster Platz vom ganzen Team war ich. Genau, das ist diese Gewinnermedaille. Was haben wir da gekriegt? Hotbox, neuer Aufkleber. Heiße Schachtel. Also man kann die natürlich dann bekleben. Die Flieger dann. Neue Errungenschaft Champion 2. 2500 Fights against other players. Oder soll das 2,5 heißen? Weil 2005. Habe ich so viel schon? Nein. Neues Pilotensymbol. Level 4. Also hier oben. Ich bin jetzt Level Up bei den Britern. Britannien. Nee, bin ich nicht. Ich bin ein was ist das hier? Fliegerlevel. Britannia bin ich immer noch 3. Okay, okay, hier oben. Oh, 108.000. Könnten wir mal gucken. Aber ich glaube, ich kann mir jetzt noch kein neues leisten. Genau, die habe ich ja schon. Gladiator MK2. Die war ganz cool, aber ich finde die Hurricane hier eigentlich besser. Die kriege ich jetzt ab Rang 7. Das ist Fighter und Bomber. Also das ist hier so Jäger. Und der hat noch ein Bömpchen dabei. Das ist ganz cool. Das ist natürlich dann der nächste Bomber. Heavy Fighter, Torpedo Bomber. Der kann dann schon Raketen oder Torpedos schießen. Und hier, ich weiß nicht, warte, kann ich hier nicht einen Testflug machen? Testflug, machen wir mit euch mal einen Testflug. Ich will euch das Flugzeug unbedingt mal zeigen. Also da kriegt man dann halt, das sind alles verbündete Truppen. Da kann man halt nur mal ein bisschen rumfliegen, um die Flugzeuge zu testen. Dann wird man sich natürlich vorher informieren können, kaufe ich mir das irgendwann mal oder kaufe ich es mir nicht. Genau, und da muss man halt auch starten. Also da muss ich jetzt oben links, der schaltet jetzt hoch und jetzt fährt er an. Man versucht das gerade zu halten, das ist manchmal nicht so einfach. Ah, oh, was wird man? Zieh mal hoch, zieh mal hoch, zieh mal hoch, zieh mal hoch, zieh mal hoch. Jawohl. Hochziehen. Hochziehen, sagte ich. Ah, Fahrwerk fährt er von selber ein. Geschwindigkeit kritisch, Nase runter. Haltet die Klappen. Was wollt denn ihr? Ah, ich soll die Nase runterziehen, weil ich so steil fliege. Ja, versuche ich ja, aber das will ja nicht lenken. Hallo. Okay, das ist ein sehr störrisches Flugzeug. Oh, das hat coole Munition auf jeden Fall. Aber das sind dann keine normalen. Also das hat keine Maschinengewehre, sondern das sind Kanonen. Leider auch keine Bomben und keine Raketen. Also es ist halt dann richtig bam, 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 bam. Das haut echt alles um. Also da können wir mal gucken. Hier links. Boah, das ist. Nee, das kaufe ich mir aber nicht hier. Das wackelt ja wie die Hölle.
Halleluja. Also hier hinten ist ein Trainingsobjekt. Leider nur eins. Das finde ich ein bisschen schade, dass es nur ein Objekt ist. Ah, jetzt versuchen wir das mal mit unseren Kanonen zu zerballern. Ah, naja, fast kommen wir hin. Oh, wow. Pam, kaputt. Also, das ist dann natürlich wirklich richtig heavy. Mal versuchen wir mal ins Looping zu fliegen. Naja, ob es jetzt ein richtiger Looping war, weiß ich nicht. Ja, okay, dann machen wir das jetzt so, wie mich landen will ich eigentlich nicht. Versenken wir es auf dem Wasser vielleicht? Oder nee, komm, versuchen wir es in der Stadt. Noch die Stadt. Das geht übrigens auch hier, man kann die Gebäude, die stürzen dann ein. Keine Munition mehr. Ah, wollte mich hier verarschen. Wow. Das war knapp. Ach, ein Kumpel spielt. Lol, das muss er mir aber gleich mal erklären hier. So, das war's auf jeden Fall erstmal mit der ersten Runde War Thunder. Vielleicht schauen wir mal, ob wir das weitermachen. So, für zwischendurch ein Projekt. Okay, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.